Entstanden ist der patentgeschützte, umweltfreundliche Sandanker durch Überlegungen am Institut für Boden- und Felsmechanik der Universität Karlsruhe, Professor Gudehus. Die Vernagelungstechnik ist so für denkmalgeschützte Mauern durch eine attraktive Variante erweitert und verbessert worden. Wir zeigen Ihnen kurz die Verfahrensweise. Das Bohrloch wird herkömmlich, ohne Bodenförderung, durch Verdrängung, gegebenenfalls auch der Denkmalsubstanz, ausgeführt. Herzstück ist der rostgeschützte, überdimensionierte Bodennagel, an dessen Spitze eine fast bohrlochgroße Endscheibe befestigt ist. Über den Bodennagel wird die Spezialtransportschnecke geschoben und bis zur Endscheibe vorgetrieben. In diese Schnecke wird eine definierte Kieskörnung eingefüllt und bis zur Ankerspitze im Bohrloch gefördert. Der Einbau im Bohrloch ist an der zweiten Ankerscheibe direkt hinter der Stützmauer beendet. Durch eine aufgeschraubte Buntmutter hinter der zweiten Scheibe wird der Kies zwischen beiden Scheiben vorgespannt, sodass eine birnenförmige Erweiterung des Bohrlochquerschnittes im Bereich des Nagelkopfes durch Verdichtung des anstehenden Bodens entsteht.